Seid gegrüßt. Willkommen bei Knights of Honor. Eine neue Aufnahmesession für mich und damit herzlich willkommen zurück bei Knights of Honor 2, auch von mir. Und erstaunlicherweise habe ich mal eine Session begonnen, ohne dass der Hinweis kam, dass wir uns im Krieg befinden. Das ist wunderschön. So, ich muss erstmal ein bisschen orientieren. Kann ich nicht Pause drücken? Weil ich P drücken muss. Nicht Leertaste. Das war ein anderes Spiel. Mystras hat uns ja wieder die wunderschönen Kräuter und Gärten, Kräuter und Gewürze gegeben. Ja gut, Mineralvorkommen ist so nebenbei. Was ist da eigentlich mit unserem Kreuz? Bald durchbrechen wir ihre Abwehr. Okay, das ist gleich vorbei. Das können wir noch mal kurz abwarten. Ich bin gespannt, wem es gehört. Oder wer es kriegt. Wahrscheinlich wieder der Kirchenstaat, oder? Habe ich da gar keinen Anspruch drauf? Also auf jeden Fall sind die gleich im Eimer. Ich glaube, das ist die letzte... Ah ne, eine haben sie noch. So, Severin. Schließt sich wem an? Bedienen. Die Welt steht euch zur Verfügung. Bedienen, wo sind das? Das kann ich gerade überhaupt gar nicht einordnen, wo Bedienen liegt. Ist das ein... Ach, das ist ein neues... Ach, nee. Ist das ein neues Volk? Also, ein neues, altes Volk? Ich habe es irgendwo schon mal gelesen, tatsächlich. Aber ich kann es irgendwie gerade nicht finden. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich meine, dass das irgendwo hier oben mal lag. Aber egal. Sollen sie das haben? So, okay. Wir gucken, was wir machen. Was baue ich denn hier? Ich baue hier Verbesserung Sitze der Macht. Wo bin ich denn? In Porto wahrscheinlich, wa? Ja. Ist ditte hier. Das bringt mir Stabilität in allen Nachbargebieten. Unwichtig. Insgesamt Provinzstabilität. Wahrscheinlich in Porto an sich. Ruhm, wenn von König regiert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sollten wir unseren König tatsächlich mal wieder hier hinschicken. Graf ist er. Ich glaube, ich verliere auch gar nicht so viel Geld. Komm, wir schicken mal Graf Bartolomeo. Bartolome? Dies wird ein sicherer Ort der Zuflucht werden. Wieder hierhin, dann haben wir einen Händler wieder frei. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Einfach mal aus Spaß. Der braucht Siedlungen und Dörfer. Dörfer hätten wir in Mystras und Siedlungen haben wir nur drei. Florenz hat aber keine Dörfer. Barcelona ist versorgt. Den Haag. Das ist hier übrigens auch richtiger Quatsch, dass in Saragossa so ein Typ sitzt. Den könnten wir auch... Ja, du hast da bestimmt irgendwo anders hier mit Bogen. In Florenz hast du da bestimmt viel mehr zu tun. Wer bist du? Baron Fernan. Kiek mal, das macht doch hier viel mehr Sinn, wenn ich den hier hinschicke. Es ist mir eine Ehre. Und dann kann ich nach Saragossa Kaufmann Pasqual. Euer Schatzmeister ist euch zu Dienst. So, dann haben wir das mal wieder ein bisschen aktualisiert. Gab's ja auch mal den Tipp vor etlichen Folgen, dass ich das beachten sollte. So, ansonsten produzieren wir noch Übersetzungskanzleien. Was uns Gelehrte bringt. Und sehr gut, eine Waffenkammer ist unwichtig. Die königlichen Errungenschaften, Hoheit. So, Maurer. Bringen... Ah, Steinverarbeitung habe ich nicht, ne? Mist. Brauchen wir Marmorvorkommen. Der Entdecker im Handelshafen. Den haben wir auf jeden Fall. Und der kann eigentlich nur hier sein, der Handelshafen. Da ist er.
So, das bringt mir Entdecker. Okay, dann gehen wir hier rauf. Dann, Mann, ich will mit Leertaste weitermachen. Dann machen wir hier erstmal weiter. Und dann haben wir auch das Zeitalter der Entdeckungen. Ich mache nochmal richtig viel Knete dazu. Ja, uns fehlen eigentlich... Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Hauptsächlich jetzt diese ganzen Menschen. Adlige, Pallas. Na sag mal, das kriegen wir da auch in Porto aber hin. Schöne Künste und Marmor. Okay, Quartiere könnten wir machen. Schöne Künste und Marmor. Was ist denn schöne Künste? Unsere Errungenschaften und Waren. In der Kunstakademie, in der Kathedrale. Das kann eigentlich nur hier irgendwo sein. Hospitäler. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. So. Ach ja, sind wir ja genau richtig. Brauche ich Dekoration und dafür brauche ich Silber und Marmor. Shit. Bevölkerungswachstum auch schön. Ja, komm, wir bauen mal ein Hospital. Einfach damit wir mal eins überhaupt gebaut haben. Also, wir sehen, politische Übersicht. Unser Problem gerade liegt. Ich mache nochmal Pause. Wir brauchen unbedingt Gold. Was bist du denn für ein Land? Ach du Scheiße, Schweden. Nee. Volynien. Aha. Aha. Okay. Kalkstein. Dann. Bayern. Alter, die Almoraviden? Ach nee. Doch, die haben schon wieder was eingenommen hier. Ach, du bist Neapel. Die werde ich definitiv nicht angreifen. Die Riden wären vielleicht noch ein Ziel. Allerdings besetzen die hier auch schon mal 4 an der Küste und hier nochmal die Insel. Wer bist du? Du bist ein Bulgare. Bulgarien hat 3. Nee, so 4 mit hier. Der Dings. Strymon. Hat Mineralvorkommen. Okay. Warte mal, wir können ja einfach so durchgehen. Die Welt steht euch zur Verfügung. Und zwar. Ach Gott, war die Miden. Byzanz. So, Bernstein haben wir. Das ist nicht gut. Ja, es macht wahrscheinlich doch mehr Sinn, wenn ich hier so durchgehe. So, Fatimiden. Camels gibt's nur im Süden. Das könnte ich einnehmen. Ju ist, glaube ich, eine Einzelprovinz. Erstmal heißt es Daju und es sind 2. Ja, Salz haben wir, aber hier wären immerhin nochmal ein paar Camels. Kräuter und Gewürze. Na gut, okay, das brauchen wir nicht mehr. Aber Camels könnten wir hier unten machen. Ah, Kamele. So, was haben wir noch? Marmor. Mann, Lissabon, das wär's halt. Ich muss irgendwie versuchen, Lissabon mir quasi schenken zu lassen. Auch alles voller Marmor. Und Silver Erz. Kirchenstaat. Na gut, einen Kirchenstaat werde ich nicht angreifen. Das können wir schon mal vergessen. Da hätten wir noch Wismar. Das gehört aber den Dänen. Und Dänemark hat auch noch einiges hier oben. Das ist echt ein Problem gerade. Politische Übersicht. Wir bekommen gerade keine neuen Ressourcen. So, Dänemark hasst uns übrigens. Gut, Dänemark hasst irgendwie alles hier oben. Flandern werde ich nicht angreifen, weil die immer noch Vasall von Frankreich sind. Und Frankreich breitet sich gerade richtig aus. Anjou eher nicht. Das sind wir. Schwaben könnte man angreifen, aber Schwaben wird hier wenig... Okay, die haben krass viele Sachen, aber nix, was ich noch nicht hätte. Und sind Vasall von Deutschland, kann ich also auch nicht machen. Ach Gott!
So, wer bist du? Korinth. Korinth ist ein einfaches Ziel. Die haben eigentlich nichts. Korinth könnte... Ja, Korinth könnte man schnell mal wegsnacken. Mit wem sind die im Krieg? Zagreb. Wow. Zagreb war... Die Welt steht euch zur Verfügung. Gar keine Beziehung. Zagreb ist... Achso, ihr habt mit Zagreb sogar eine halbwegs vernünftige Beziehung. Gut, dann könnte man tatsächlich darüber... einen Angriff starten. Nur mal ganz kurz gucken. Ja, mein Herr. Wobei, ich warte tatsächlich erstmal ganz kurz ab, bis der Kreuzzug endlich durch ist, weil dann kommt der Typ ja eh zurück. Ich hatte wirklich Pech. Und vielleicht können wir auf dem Rückweg vom Kreuzzug gleich Ljubljana angreifen. Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Nein, du wirst fallen. Und zwar ganz, ganz krass wirst du fallen. So, Loyalistenrebellion. Was haben wir denn für einen Einfluss auf die Almoraviden? Eine 19. Achso, weil wir auch noch sehr jung sind. 38, 38. Redonia. Eine großartige königliche Hochzeit hat stattgefunden. Gräfin Berenguela. Sehr schön. Sieht auch noch sehr jung aus. Achso, das ist ja überhaupt gar nicht unsere. Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Familie. Ein Verteidigungspakt gegen uns wurde geschwächt. Okay, Bretagne. Wie viel sind da überhaupt noch drin? Sizilien und Frankreich. Sizilien und Frankreich. Was ist denn eigentlich mit Sardinien? Die Welt steht euch zur Verfügung. Ist immer noch Vasall vom Kirchenstaat. Wie kann ich mich denn eigentlich mal für den König wieder krönen lassen? Fühl die kalte Hand des Todes. Ich würde gern wieder König sein und nicht nur Graf. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt, Majestät. Stopp. In Mystras. Ach, ich wollte hier die Sonderdinger haben. Meisterrüstungsschmied. So. Also die Special-Einheiten. Hexenjagd. Können wir... Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ich setze meine besten Agenten ein. So, in Clermont ist auch eine Rebellion. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Ja, gut. Diese ganzen Loyalisten-Rebellionen sind halt, naja, mehr oder weniger sinnfrei. Weil die einfach immer zu wenig. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Unsere Bücher liegen ungelesen herum, Herr. So, der Handelshafen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Expedition. 1900 und dann haben wir Entdecker und eine neue königliche Errungenschaft. 11 Waren fehlen uns nur noch. Wobei man das ein bisschen relativieren muss, weil wir, ich glaube, mindestens eine Ware ja auch noch importieren. Ich glaube, Teppiche oder so. Mal gleich mal gucken. Aber das zählt, glaube ich, trotzdem dann als gesamter Vorrat. So, wen machen wir denn? Ich warte gespannt auf eure Befehle. Handelsmeister. Meine bescheidenen Fähigkeiten werden besser. So, jetzt genug Geld? Immer noch nicht. Heute werden die Geschäfte laufen. Ja, aber nur heute. Lukrative Importe Skulpturen. Sehr gerne. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ja, ich werde Deutschland auf keinen Fall angreifen. So, Expedition. Was machst du hier? Hast du Krieg gegen die Almoraviden? Ja. Politische Übersicht. Britannien ist tatsächlich allein. Also ich meine, klar, die sind in Frankreich und sowas gut befreundet. Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Die Menschen in Badajoz bewundern unser Königreich. Ach, jetzt doch endlich mal. Jahrelang unter meiner Herrschaft gewesen, immer gegen mich gewehrt und jetzt auf einmal sehen sie... Unsere Hexenjagd hat keine fremden Spione enttarnt.
da sind die Portugiesen ja doch ein bisschen geiler. Übrigens, wenn man jetzt mal hier guckt, ne? Welche Länder sich alle, oder welche Gebiete sich mir alle anschließen wollen, das ist schon krass. Ich habe eure Bitten erfüllt, Herr. Sehr gut, Skulpturen. So, damit sind wir auf 54. Der Händler entrascht. Das könnten wir übrigens auch nochmal gucken. So, kann ich Lissabon bitte haben? Nein. Okay. Ja, man kann ja mal fragen. Die Welt steht euch zur Verfügung. Ach, hier ist ja auch nochmal Britannien. Deswegen ist wahrscheinlich auch Krieg. Warum lauft ihr eigentlich durch meine Ländereien? Habt ihr eine Meise? Wir sind überhaupt gar nicht befreundet. Da latschen die einfach hier durch. Komm mal auch mit fetter Armee. Alter Schwede. Alter. Die Meinung unserer Bauern hat sich verbessert. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. So, die Hospitäler. Ja gut, das war einfach nur so. Silver Baron. Und Marmor. Ach, Mann. Neuer Diplomat ist eingetroffen aus Frankreich. Ah, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Zu euren Diensten, Majestät. Ob die wirklich immer so... Ihr seid derjenige, der sehr bald reich sein wird. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. So, Frankreich. Politische Übersicht. Den Almora... Oh. Könnte den Almoraviden helfen. Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Papst Paul der Erste ist friedlich in seinen Gemächern entschlummert. Papst Paschal der Erste von Rom. Wir sind aber immer noch nicht hier in dem Dings mit drin, ne? Wobei es, glaube ich, nicht unwahrscheinlich ist, dass wir demnächst hier aufgenommen werden in die Kardinalsebene mit unserem Adolfo. Wir sind allerdings noch sehr jung. Gut, das macht aber keinen Unterschied, weil es sind sehr viele sehr jung. Ja. So, also das wird nix. Können wir mal ein bisschen gucken, wie der Krieg hier unten ausgeht. Also da, ja, da haben sich auch meine Truppen schon die Zähne ausgebissen. Boah, vor allem... Hier ist noch nicht mal eine Armee drin, ne? Und die sind 4.300. Hohoho! Okay, ich habe 4.500 sogar am Start. Alter! Ja, ich würde direkt angreifen. Boah, vor allem, ich habe noch nicht mal... Zählt die Armee dazu? Was, wenn ich jetzt hier beispielsweise noch... Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. 5.000! Was können wir denn noch bauen? Ja gut, man könnte hier oben noch so ein bisschen was machen. So, erstmal machen wir hier unseren Händler. Ich stehe euch zur Verfügung, Herr. Eine weise Investition. Auf Stufe 15. Geld auch noch ein bisschen. Behausung. Könnte man eigentlich machen. Papa, Schwefel bringt mir... Naja, Schwefel, klar, aber... Dorfmiliz wäre wahrscheinlich nochmal angebracht. Admiralität. Das könnte man nochmal machen, eine Admiralität. Das finde ich sogar gar nicht verkehrt. Ja. Wenn irgendwann das Kleingeld da wäre. So, also ihr seid chancenlos. Wo sind noch Kriege? Hier drüben irgendwo. Ach Gott, ihr müsst euch erstmal gegen die Rebellen wehren. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Deutschland verlangt, dass wir Frankreich angreifen. Nee, ja, nicht angriffsbar, ne? So, was denn hier mit unserem... Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Herr, wir haben eine königliche Errungenschaft erlangt. Unsere Errungenschaften und Waren. Jo, läuft. Das ist die Errungenschaft Nummer 4. Achso, steht auch da oben. Also, 4 von 8. Und der ganze Rest ist nicht möglich. Dafür brauchen wir andere Sachen. Dafür brauchen wir auch noch hier Schmuck und so einen Quark, glaube ich. Oh, wir schaffen es wahrscheinlich sogar, diese Dings hier einzunehmen.
Oh, weil die aber gerade noch richtig andere Probleme haben. Wieso zieht ihr ab? Seid ihr blöd? Ein Königreich schließt sich einem Verteidigungspakt gegen uns an. Korinth. Politische Übersicht. Das heißt, wenn ich jetzt Korinth angreife, dann... habe ich automatisch Krieg mit allen Moraviden, Sizilien und Frankreich, oder wie? Versteh's nicht. Also diese Pakte verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Ich hab keinen blassen Schimmer. Wo sind denn die ganzen Armeen eigentlich hin? Der hatte doch viel, viel mehr. Kawa ist auch ordentlich zusammengeschrumpft. Sizilien ist Vasall von... Das ist auch so ein Quatsch. Dass Rottner der Vasall von Sizilien ist. Der ist aber schon alt. So, der hat 3 Krieger noch. Das ist sehr viel. Allerdings sind die alle nicht wirklich gut ausgebildet. Ach, er selber ist ja auch nochmal Kriegsherr. Na gut, dann hat er halt 4 Armeen. Kawat 5. Moraviden haben auch nur 4. Anjou hat 4. Frankreich hat 4. Bretagne hat 4. Schotten. Ja, also 4 ist anscheinend so die Zahl, die man haben muss. Okay, der Schwab hat gar nichts mehr. Okay, der Bayer hat sogar 5. Korinth hat 2. Ja gut, ihr seid auch gerade erst entstanden. Zagreb 3. Serbia 4. Ragusa 3. Bulgarien 3. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Das könnte man relativ easy auch noch angreifen. Strümon. Habe ich denn hier eine Armee? Wie lautet euer Befehl? Ja. Ich bräuchte noch eine zweite Armee. Eure Befehle? Wo bist du? In Bremen. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Und du bist in Ajaccio. Sofort. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Ich bin bereit. Meine Truppen warten. Alter, ich brauche unbedingt diesen Typen wieder. Und ich werde diese Schlacht nicht gewinnen. Außer ich bekomme nochmal irgendwie Unterstützung. Von den Kollegen hier, aber die haben anscheinend gerade Frieden, oder wie? Ihre Mauern werden brechen! Ja. Scheint so, dass er hier tatsächlich... Ach, deswegen ist er auch hier aus der Schlacht ausgetreten. Kann ich Meine Männer sind müde, werden aber durchhalten. Nein, ins Exil würde ich ihn nicht schicken. Warum unterstützen du deine Truppen hier nicht? Oder die? Also ist ja... eigentlich Banane, welche Truppen hier unterstützt werden. Obwohl. Naja, schwierig. So, was ist hier los? Essen wird schon wieder angegriffen von der Rebellions. Wie viele Dings habt ihr? Auch 4. Alter, 5 Händler. Kaiserin Fulane. Sieht auch sehr jung aus. Steht gar nicht da, wie alt sie ist. So, hier ist auch Krieg. Dor ist ein bisschen Krieg. Ach, der Deutsche und der Flander hat schon wieder Krieg. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Wir haben die Unterstützung einer großen Macht erlangt. Nö. So, das Almoravidenreich. Okay. Die Welt steht euch zur Verfügung. Ich kann Flander nicht angreifen. Das ist so schlimm. Ich bin echt gefangen. Rottner und Deutschland verbündet mit Norwegen. Aber Norwegen ist... Oh ja, Übersicht. Na ja, wohl, ja. Norwegen zieht sich ganz schön. Oh, Alter, die drei haben hier oben auch alles schön aufgeteilt.
So, Monster und so weiter. Okay, Monster ist natürlich auch super easy einzunehmen. Oh, Lenster eher nicht. Das auch überhaupt gar nicht. Ja gut, in Schottland ist viel zu viel für mich. So, Lothringen hat auch keine... Oh Gott, ja, die sind aber super befreundet hier alle. Ach, es ist so schwierig. Ich habe nichts mehr, was ich hier entspannt angreifen kann. Die Verbindungen untereinander sind einfach geradezu krass. Gib mal hier, die sind verbündet mit denen. Ja, okay, die drei retten sich hier irgendwie gegenseitig alle noch einen Arsch. So, mit wem habt ihr wieder Krieg? Okay, da einer weniger. Britannia und Leinster. What? Profitables Geschäft. Gebt reichlich für meine Geschäfte. Was darf ich für euch tun? Wollen wir mal probieren. So. Wissen ist Gold. Wir ziehen weiter unsere Bücher durch. Das Königreich Gadames wurde vom Ziridenreich zerstört. Nein. Politische Übersicht. Ziriden waren hier irgendwo. Ach, hier, Kigma. Gerade noch drüber gesprochen. Damit sind Gard und Air jetzt nur noch zu zweit. Sind übrigens auch nicht mehr verbündet. Serbien hat Zagreb den Krieg erklärt. Majestät, Muslime haben den Dschihad ausgerufen. Der gegenwärtige Dschihad wurde beendet. What? Wow. Das war ja der kürzeste Dschihad aller Zeiten. Das war ja gefühlt 2 Tage. Ohne dass die Armee wahrscheinlich auch nur 1 Meter vorgerückt ist. Die Almoraviden. Wie die ihr Reich kontrollieren können mit 4 Armeen. Ist Wahnsinn. Das ist der absolute Hammer. Wirklich. Mann, kann endlich mal dieser bescheidene Kreuzzug enden? Bald durchbrechen wir ihre Abwehr. Nein, du wirst sterben. Oh, das nervt mich so sehr, dass dieser... Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Ah, ich komme einfach zu nichts heute. Es tut mir echt leid. Ich bin wirklich abhängig davon, dass dieser Kreuzzug endet. Ein herrlicher Tag zum Handeln. Alter, wir haben 36.000 jetzt am Start. Gut, okay, wir machen für heute erstmal Schluss. Wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber ich will mich jetzt nicht in irgendwelche Kriegstreibereien stürzen. Mit meinen versprengten Armeen. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, wenn ich Korinth angreife, dass hier auf einmal dieses Verteidigungsbündnis zündet. Und dann sind wir richtig am Arsch. Ich weiß nicht, was ich angreifen soll. Ich würde wahrscheinlich wirklich Munster angreifen. Oder Münster? Naja, Munster. Weil die sind erstmal... Ach nee, sind ja auch verbündet. Shit. Tanja. Oh, es macht am meisten Sinn, die hier oder die Strymiden oder wie die hießen. Die würden tatsächlich... Strymon. Die würden sich auch lohnen. Die Welt steht euch zur Verfügung. Ich brauche diese... blöde Kreuzzugsarmee. Selbst wenn er stirbt, wäre das okay. Weil dann kann ich mir einen neuen basteln. Und den gleich hier in Müs... Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Ah, Leute, ganz bestimmt nicht. Mystras angreifen. Gut, okay. Wir machen erstmal Schluss. Sehen uns morgen wieder. Und dann geht es weiter. I freue mich. Oh, der König von Deutschland ist tot. Wir sind gespannt. Bis dahin. Tschüss.